Hallo Leute und herzlich willkommen zum sieswöchigen Setlog. Ich hoffe, die Kamera hält und das Mikro ist diesmal alibimäßig auch gar nicht erst dran, denn ich hatte die Woche keine Zeit, mich nochmal damit auseinanderzusetzen, wie ich das dann jetzt ordentlich hinkriege. Dadurch bleibt es dabei für diese Woche und ich kann auch gleich mal dazu sagen, dass die nächsten zwei Wochen hinten der Log ausfällt, denn ich bin erst auf der Buchmesse, dann ist Ostern. Ich bin in beiden Fällen halt die ganze Zeit nicht in Oldenburg, daher... Ich das intelligent, das zu sagen, könnte einer der vier Zuschauer ein Einbrecher sein, der darauf wartet, hier in diese Wohnung zu kommen, in der PS2-Spiele, die man hier gerade sieht, liegen. egal. Ist, wenn dann so, dann habe ich halt wahnsinniges Pech gehabt. Genau, also wie gesagt, nächste Woche fällt aus. Die sowohl Jakuza als auch Infamous pausieren auch noch. Bei Infamous liegt es einfach daran, dass ich nicht die Muße hatte aufzunehmen, da ich nun ja, also selbst für meine Verhältnisse von den Zuschauern unterwältigt war. Also gar keiner eigentlich. Ich kann ja mal ganz kurz drauf gucken. Ich glaube, das letzte hat tatsächlich immer noch gar keiner gesehen. Ja. Ich denke also, dass wer auch immer es war, auch noch 2-3 Wochen länger warten kann. Ist ja auch nicht schlimm. Ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass das jetzt viel wird, aber da Jakuza verhältnismäßig eigentlich okay lief, bis auf die letzte Folge, also ein paar mehr waren es halt. Hatte ich jetzt gehofft, ach, vielleicht, wenn das Spiel ein bisschen moderner ist. Egal. Wie gesagt, pausiert dadurch. Jakuza ist einfach der Fall, dass ich noch nicht beim nächsten Charakter bin, da ich erst heute das erste Mal wieder weitergespielt habe und durch das Jagdzeug soweit durch bin, bis auf ein paar Nebenquests, die ich jetzt angehe. Man hat ein cooles Finale dafür, muss ich sagen. Also ein wirklich, wirklich cooles Finale. Und ja, mal schauen, was da jetzt noch draus wird aus der Tiger-Story und wer der nächste Charakter ist. Und dann werde ich die nächsten Folgen nachschieben. Wird dann allerdings halt auch ein Weilchen dauern. Ansonsten habe ich aber trotzdem ein Video für nächste Woche, beziehungsweise für morgen, denn die Shadow-Runde, mit der ich mich immer treffe, da haben wir jetzt spontan uns dazu entschieden, das halt über Skype zu machen. Und ich habe es mitgezeichnet. Ich höre gleich mal rein. Und solange man überhaupt was versteht, wird die hochgeladen. Und wenn das jetzt richtig, richtig scheiß Quali ist, und man keinen der Leute versteht, habe ich schon wieder was angekündigt, was ich nicht einhalte. Ist das nicht super? Großartig. Aber ansonsten, ja, war recht lustig, war die Bostoner Runde und man hört von draußen das Schreien, weil ich die Tür offen gelassen habe. Scheiß drauf. Die Qualität ist ja eh immer für den Trotz, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja, ansonsten, sowohl Jakuza 5, wie gesagt, habe ich nur ein bisschen weiter gespielt. Bravely Second habe ich nur ein bisschen weiter gespielt. Kann ich also nicht so viel mehr zu sagen. Gefallen mir aber beide nach wie vor super, aber irgendwie bin ich nicht so richtig motiviert. Ich habe mich weiter in das schwarze Auge eingelesen, aber auch da habe ich jetzt nicht so wirklich was zu berichten, außer dass es recht interessant ist, aber ich finde, an manchen Stellen wirkt es irgendwie unnötig verkompliziert von den Begrifflichkeiten. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also es ist sie erklären die Sachen zwar immer wieder, aber durch die Erklärungen ist man eigentlich verwirrter als vorher in dem Regelbuch. Aber ich bin noch nicht durch und ich denke, es ist nicht schwer. Es ist anscheinend auch nicht so umständlich, aber man muss sich halt erstmal reinfinden. Aber ich habe ein bisschen was geguckt und einerseits habe ich, wie ich eigentlich schon relativ angekündigt habe, Agame Ga Kill geguckt. Auch hier steht wieder irgendwie fast jeder weibliche Charakter auf den Hauptcharakter. Das zieht sich irgendwie wie ein roter Faden dadurch. Aber es ist hier nicht so aufdringlich. An ein, zwei Stellen sogar mal verständlich, dass die Leute da eventuell was finden. Bei den anderen Charakteren halt nicht, aber bei so ein, zwei Charakteren versteht man wenigstens, warum es so ist. Und das ist schon mal ein großer Fortschritt im Vergleich zu den letzten, die ich vorgestellt habe.
waren 24 oder 23, 23 oder 24 Folgen. Und die erste ist mit Abstand die schwächste. Also ganz ehrlich, die erste Folge ist richtig schlecht, in meinen Augen. Die habe ich halt schon mal irgendwann gesehen. Stimmt zwar so auf die Grundsache ein, aber funktioniert nicht so gut. Und man hat da viel mehr das Gefühl, dass das eine viel düstere, weniger actionreiche Richtung einschlägt. Und die andere Sache ist, es wird die ganze Zeit Akame, die Schwertkämpferin, die auch auf jedem Bild immer als Oberstes ist, mit der das Intro beginnt, die Teil des Titels ist, als Hauptfigur dargestellt durch diese Sachen. Aber innerhalb der Geschichte ist sie eigentlich zwar eine der Protagonisten, aber jetzt nicht so übertrieben wichtig. Und das hat mich verwirrt. Also sie ist halt Teil dieser Geschichte. Aber alle anderen Charaktere haben eigentlich genauso viel Spotlight und der männliche Hauptcharakter hat eigentlich viel mehr Relevanz. Aber ja, es ist ein Mädchen in sowas in der Schuluniform mit einem Katana, das zieht Publikum an. Letzten Endes, es gab nicht viele sympathische Charaktere, also beziehungsweise die Charaktere waren halt teilweise entweder sehr platt in der Begründung, also es gab eine, ja, ich konnte nichts, aber ich konnte gut töten, deswegen mache ich das hier. Die davon abgesehen irgendwo Sympathie wecken sollte, das hat man halt auch oft gemerkt, die waren halt darauf ausgelegt, aber es wird viel darüber, über den Sinn von Morden oder von Attentaten geredet und philosophiert, also es war wieder Bullshit ESL, aber ist okay in dem Rahmen. Aber viele der Charaktere sind halt so aufgesetzt, ist aufgesetzt das richtige Wort, sehr, sehr von den Sachen überzeugt, die sie sagen, auch wenn diese keinen Sinn ergeben. Und es ist okay. Es ist echt okay, wenn ich verstehe, worauf sie mit der Sache hinaus wollten, aber so richtig irgendwie, die ziehen teilweise nicht so richtig. Wen ich sehr gut fand, war Golat. Golat ist ein großer Typ mit dieser klischeehaften Powertolle, wie sie auch heute schon Dirio aus Shaman King hat. Und mit einer Rüstung und so weiter. Ob sie das die ganze Zeit als Gag gemacht haben oder ob es stimmt, aber er war schwul anscheinend. Und wenn nicht, wurde es halt die ganze Zeit so ausgespielt und fand ich ganz nett, einfach als Zug, weil dadurch einfach ein paar schöne Gags zustande kamen und man es dem Charakter halt abgenommen hat und es war halt nicht übertrieben wichtig für die ganze Geschichte. Und was ich interessant fand, ist, dass man ein gegnerisches Team implementiert hat, in dem die Antagonisten eigentlich nach einer Weile fast genauso viel Screentime bekommen haben. Also so ungefähr ab Folge 11, 12 oder so gab es dieses Team, glaube ich. Und die waren dann an und für sich genauso wichtig oder fast genauso wichtig und man hat deren Konstellationen kennengelernt und die beiden Teams nahmen sich halt nicht viel. Sie standen halt einfach auf unterschiedlichen Seiten und hatten auch eine ähnliche Zusammenstellung und waren beide im gleichen Maße unsympathisch oder okay. Und ich muss ganz ehrlich sagen, abgesehen von ein, zwei Charakteren war auch keiner dabei, wo ich jetzt gesagt habe, boah, der ist mir zu blöd. Und gerade einer auf der bösen Seite, den fand ich großartig, der, wie war es, zur Einäscherungseinheit gehört hat, also so ein Typ mit einem riesigen Flammenwerfer, so einer Maske wie ein Psycho aus Borderlands. Und der war übelst nett, hat gekocht, hatte eine schöne Frau und hat halt einfach im Rahmen seines Jobs viel Schlimmes getan. Aber dem hat man das abgenommen und der war irgendwo fürsorglich und so. Der war halt so absurd. Und alle hatten vor dem Angst, den sie das erste Mal gesehen haben und sowas. Und der hat super funktioniert. Und es hat sich irgendwie gelohnt, das weiterzugucken. Das Ende war mittelmäßig, aber okay. Also ich habe schon deutlich schlechtere Enden bei sowas gesehen. Und es war wenigstens ein Ende und nicht wie bei vielen Serien. So dieses, ja, das ist jetzt hier die halbe Staffel und es wirkt so, als würde es jetzt noch ewig weitergehen. Wenn es da jetzt weitergehen würde, wäre ich arg verwundert. Es ist, sagen wir mal, etwas schwierig, das zu machen. Ich sage jetzt nicht, warum.
Aber wie gesagt, hat mir irgendwo gefallen. Die Kämpfe waren großartig und die letzte Folge ist eigentlich ein fast einziger Kampf. Also 15 Minuten dieser Folge, glaube ich, sind ein einziger Kampf, der super animiert ist. Also wirklich richtig, richtig gut animiert ist. Die Fähigkeiten waren teilweise interessant, teilweise langweilig oder klischeehaft, aber einfach hat gepasst. Hat alles einfach gepasst und deswegen. Und großes Shoutout an Susano. Susano ist übelst geil. Eine menschliche Waffe, die so schrullig war. Also wirklich, der war einfach ein schrulliger Charakter mit einer riesen Keule, aus der Klingen rauskamen, Hörner, blaue Haare und so einer Macke, dass alles, was unordentlich ist, sofort beseitigt werden muss. Ey, der war so Banane, dass ich Spaß dran hatte. Also wirklich, alle Szenen mit ihm sind Bombe. Also wirklich, die Szenen sind richtig, richtig gut. Den muss ich echt loben. Der Rest ist halt teilweise ein bisschen komisch, weil wie sie auf ihn reagieren, so halb, ja. Aber wie gesagt, der ist, also den, so einen Charakter kann ich mir überall vorstellen. Bombe. Ansonsten, ja, habe ich endlich mal, auch wenn es nur 4 Folgen waren, Babylon 5 weitergeguckt. Gefällt mir auch nach wie vor gut, aber ich kann mich so selten aufraffen. Aber jedes Mal wieder frage ich mich, warum. Vor allem jetzt bei den Folgen, die waren super spannend. Und ich werde mich jetzt die Woche, bevor ich zur Leipziger Buchmesse fahre, was nächste Woche startet, so abwechselnd mit den Harry Potter Filmen und damit beschäftigen. Warum gucke ich Harry Potter Filme? Richtig, weil ich jetzt Hagrid zur Leipziger Buchmesse möchte. Neben einem anderen Kostüm, über das ich gleich noch ein paar Worte verlieren muss. Weil da ist mir was Blödes passiert. Einfach noch, um so Zitate, vielleicht eine kleine Idee, was ich noch machen könnte und sowas nochmal zu haben, das nochmal zu verinnerlichen. Denn man, das heißt ja Cosplay, das heißt ja nicht Kostümständer, das heißt ja Kostümspiel. Und man will ja versuchen, ein bisschen diese Rolle zu fallen und ich denke, das kriege ich gut hin. Ja, man hat jetzt, ich habe jetzt den Bart gerade nicht da. Oder beziehungsweise ich müsste mich umdrehen und graben und das wäre lästig. Ja, und das andere Kostüm ist Mr. Satan aus Dragon Ball. Und da habe ich ein kleines Problem. Und ich hoffe, dass ich das morgen lösen kann, wenn ich in der Stadt bin. Die Sache ist die, ich wollte mein Oberteil färben. Er hat ja solche Karate-Klamotten und das Oberteil ist braun. Nun findet man keine braunen Karate-Anzüge, sondern nur weiße oder schwarze und irgendwelche Leute haben anscheinend auch rote, vielleicht auch mal blaue, aber keine braunen. Ist ja jetzt erstmal nicht so schwer, ein bisschen färben. Wenn man sich nicht so blöd anstellt wie ich. Ich bin nämlich nach der Anleitung gegangen. Da stand, füllen Sie das in das Fach, wo normalerweise Waschmittel reinkommt. Nun habe ich aber keine Waschmaschine mit so einer Trommel nach vorne, sondern eine nach oben. Und das Fach ist im Deckel. Und da ist so ein Schlauch raus, sodass es da eigentlich reinläuft. Und ich dachte, ja, wird schon funktionieren. Theoretisch gesehen hätte es wahrscheinlich funktioniert. Das Problem ist, dass da ja noch so Kanten sind und das in die Maschine reingelaufen ist. Dadurch hat das eine Art Schalter aktiviert und die Waschmaschine hat gesagt, ich mache nicht weiter, da ist Wasser in mir. Da habe ich was übersehen, habe das Ding aufgeschraubt, habe versucht, das Ding aufzuschrauben, hat nicht funktioniert. Das ganze Küche, das ganze Bad ist vollgelaufen mit braunem Wasser. Was super geil wegzumachen war dann die ganze Zeit, weil ich will das Bad ja eh mal putzen, dadurch. Top! Und ja, wie gesagt, sieht jetzt nicht so geil aus, ist viel zu hell, ist fleckig und ich habe weder Farbe noch ein weiteres Oberteil und wenn ich das jetzt bestellen würde, würde es lange dauern, dadurch muss ich morgen los und das Zeug nochmal besorgen, in der Hoffnung, dass das was wird. Wünscht mir Glück oder auch Pech, je nachdem, ob ihr mich mögt oder nicht. Und ja, ich war gestern etwas sehr frustriert, ich habe hier rumgebrüllt, meine Eltern angerufen, ob die eine Idee haben, wie ich das reparieren könnte. Ich habe die Waschmaschine angeschrien, immer und immer und immer wieder und kam mir sehr, sehr ganz schön lächerlich vor. Ich bin sehr froh, dass ich mich nebenbei ein bisschen mit den mit Hörbüchern ablenken konnte. Ich höre zurzeit die Harry Dresden-Reihe. Da habe ich schon mal den ersten Band gelesen vor, ja, mittlerweile glaube ich 2 Jahren, 2,5 Jahren. So in dem Dreh. Ich habe jetzt bemerkt, hey, die gibt es als Hörbücher. Habe halt doch mal mein Audible-Abo aktiviert und dann doch noch 2 Bücher einfach so geholt, denn
Ich brauche immer ein bisschen Beschallung morgens und tatsächlich ist zurzeit Musik, auch wenn ich irgendwie an einem, am Tag mindestens einmal Musik hören muss. Aber tatsächlich eignet sich so ein langer Arbeitsweg auch sehr gut für sowas. Und da die Podcasts, die ich höre, mittlerweile zur Neige gehen, weil ich alles schon durchgehört habe. Also falls ihr da eine Empfehlung habt, wieso frage ich, vergesst es. Ja, ich glaube, ich kenne mehr Podcasts als ihr. Ja, da das ein bisschen zur Neige geht, muss ich mir einen Ersatz suchen und wirklich, ja, passt mir ganz gut. Ich habe mittlerweile davon abgesehen, nur die Sachen zu hören, die Christoph Maria Herbst liest. Dadurch finde ich ein bisschen was. Alles klar, soll es an der Stelle gewesen sein oder fällt mir noch was ein? Nö, einfach nö. Ich verabschiede mich von euch, ich wünsche euch drei wunderschöne Wochen. Ich hoffe, ihr habt Spaß morgen an dem Video und es guckt sich überhaupt irgendwer an. Oder hört sich besser gesagt, weil es ist nur Audio. Macht's gut, gehabt euch wohl, euer Semni.